Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Nordfriesische Match vielfach am Dienstag. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Düngerstreuer wurde abgezogen, meinerseits. Weil ich glaube, da können wir jetzt auch ein bisschen, wo war denn der 54, glaube ich. 54, das war doch hier. Guck mal, ja. Hast du gut gemacht, hast du fein gemacht, bist du fertig. Wir werden heute eine Verkaufsrunde machen, meine Damen und Herren. Bobby ist letzte Folge angekommen. Deswegen werden wir uns jetzt gleich darum kümmern, dass wir mit Bobby eine Verkaufsrunde machen. Den müssen wir so ein bisschen im Auge behalten, weil der, den brauchen wir gleich auf einem anderen Feld. Dringendst. Hast du die zweite Fuhre jetzt oder hast du schon mehr? Ne, würde es mir gleich sagen. So, Bobby, wo ist denn Bobby? Da ist er. Ganz klein und unscheinbar, ne? So ist er, der kleine Bobby. So, dann machen wir mal weg hier unten, damit wir ein bisschen was sehen. TP machen wir weg, das brauchen wir nicht. Wir schnabulieren uns jetzt erstmal eine Plattform. Die Kögel. Die Kögel wahrscheinlich. Und dann werden wir mal gucken, dass wir eine kleine Verkaufsrunde machen. Ich habe die Zeit auch in der letzten oder vorletzten Folge schon auf die 2 hochgehoben. Das heißt, wir spielen mit doppelter Geschwindigkeit. Aktuell, das ist wichtig, das muss ich kurz machen. So, du warst jetzt hier. Das heißt, du machst dasselbe nochmal jetzt. Und zwar, ja. Ist richtig. Jetzt muss ich wieder Dobby finden, ne? Ah, war doch gerade. Bodenproben haben wir letzte Woche auch. Letzte Woche. Haben wir gestern auch gemacht. Wir müssen noch ein, zwei Felder machen. Die werden wir. Ich weiß nicht, ob sie es heute ausgeht, sondern es eben morgen oder übermorgen machen. Aber werden wir auf alle Fälle machen. So, Sprit reicht bei dem noch. Ich weiß, es sieht wenig aus, aber es reicht tatsächlich noch. Wir können auch gucken, wenn wir irgendwo zufällig vorbeikommen, können wir es auch mal mitnehmen, ne? Europalette ist eingestellt. Sehr schön. Dann machen wir unsere klassische Runde. Sägewerk, Zellstofffabrik, Tischlerei und dann schauen wir, wie viel Platz noch ist. Ein paar Paletten stehen bereits draußen, was gut ist. Aber ich weiß ja natürlich aus Erfahrung, da geht noch was, ne? Da geht noch was. Beziehungsweise ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange die letzte Verkaufsrunde schon wieder her ist. Gefühlt ist sie nicht so lange her. Aber schauen wir mal. So, dann nehmen wir mit. Dann schauen wir nochmal, was uns das Sägewerk denn und bietet. Sägewerk. Holz ist immer noch da, das läuft. Kommen jetzt nicht so viel vor, 92.000, aber es muss auch nicht auf Anschlag voll sein, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das nehmen wir mit. Die Leerpaletten nehmen wir auch mit. 2 Paletten, bitte. USB-Platten, ja bitte. Armplatten, natürlich. Damit er auch wirklich mal leer ist hier, ne? Siehst du, ist schön da gleich mehr drauf auf dem Wagen. Das funktioniert. So. Dann. Die Leerpaletten. Wo sind die jetzt hin? Wollt ihr das nicht? Ich sehe die Leerpaletten nicht in der Anzeige. Ich sehe nur Sparplatten. Da hinten sind die Leerpaletten. Wieso werden die nicht hier? Aha. Jetzt aber. Kleiner Bug oder was? Wundert euch nicht, die 75, was ihr rechts oben seht, die kann ich, also ich kann sie abgeben, aber ich will sie nicht abgeben, weil hier müssen noch dringend Ballen gepresst werden. Dringend, dringend, dringend. Und wir müssen aber jetzt gleich mal gucken, wie, ich weiß ja, wo das ist, ne? Das war hier gleich mal, der ist fertig, guck mal, der ist wichtig da unten. Weil der fährt mich jetzt auf die 75 und wird dann gleich anfangen, Ballen zu pressen. Das muss nämlich gemacht werden, bevor ich das Spiel beende, ansonsten haben wir hier wieder Malheur, aber gerade eine Malheur. Nehme jetzt einfach mal den in weißer Voraussicht, dass es funktioniert. So, das heißt, die hier kann weitergemacht werden. Boah, wie sieht denn die Textur aus? Das ist ja gar, das ist ja richtig schlecht. Naja. Warte mal, wir sind wahrscheinlich über das Menü etwas schneller. Das ist mein Mobil hier. Jo. Ach, moin. Aber wie kann man sich denn so genau treffen, weißt du? Wenn du es geplant hast, triffst du dich nie so weit. Genau. Aber hier wird Wasser aufgefüllt. Vielleicht ist auch Wasser hier voll, deswegen steht er hier. Naja, alles zu seiner Zeit.
Wir haben Feiertage. Wir haben Weihnachtszeit. Ich hoffe, wir haben keinen Stress. Oder ihr habt keinen Stress, besser gesagt, ne? So. Toilettenpapier nehmen wir mit. Also unser erster Stopp wird natürlich der Baumarkt sein. Natürlich. Was sonst? Zellschaufelfabrik ist eine, die ziemlich weit unten ist. Papier nehmen wir mit. Natürlich. Papier nehmen wir mit. Ja, Papier. Ja. Zack. Und die gute Kartonage nehmen wir mit. Natürlich. Toilettenpapier, die offene, angerissene Palette nehmen wir auch mit. Alles drauf auf den Anhänger. Alles drauf. Dauert einen Moment, ne? Dauert einen Moment. Haben wir alles bei? Haben wir alles bei. Gut. Ist das nicht gebunden? Warum wird es nicht automatisch gebunden? Bangut aktivieren. Steuerung rechts. Ist was gebracht? Naja. Jetzt habe ich nicht gesehen, welche Meldung da oben war. Naja, egal. Wir werden dann wieder später drauf kommen. So, Baumarkt. Warte, falsch. So ist richtig. Und dann müssen wir ihm gleich sagen, das machen wir aber sofort, ich vergesse es wieder. Die Abladeseite, links ist okay. Links ist richtig, weil er fährt immer so rein, dass die Abladestelle genau, also die Markierungen am Boden sind immer linke Hand. Oder vorne gibt es ein Problem, das müssen wir uns gleich angucken. Wahrscheinlich zu wenig Heu, oder er lädt zu langsam auf. Weil das können wir nicht ändern, aber das ist nicht so schlimm. Kriegen wir auch hin. Zum Tischler fahren wir noch, zu unserem guten alten Freund, der Tischler. Dann nehmen wir noch ein paar Sachen mit, wobei wir haben nicht so viel Platz. Wir sind schon ganz gut voll. Aber ich weiß natürlich, der Tischler hat unter der Hand immer noch was für uns. Ah, guck mal hier. So ein paar Leerpaletten, jetzt nicht übertreiben, Werner. Nehmen wir 10, wie viel haben wir denn drin? 16. Guck mal, dann nehmen wir 10. Finde ich fair. Einfach nur, damit der Wagen voll wird. Ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt ziemlich... Ja, wir sind ziemlich voll. Vielleicht hat irgendwo noch irgendwo ein Millimeter Watt Platz, aber das müssen wir jetzt auch nicht herausfordern. So, Verkauf Baumarkt. Ich würde sagen, wir starten. Wir sehen nichts. Oh. Ah, da vorne wäre noch eine Lücke, sehe ich. Aber gut, müssen wir nicht übertreiben. Wir werden dann auf alle Fälle... Baumarkt fahren, wir fahren zu Edeka mit Toilettenpapier abgeben. Wir werden dann gleich die Pelletsfabrik anfahren. Molkerei ist auch noch auf unserem Weg, aber das wird alles dann gleich passieren. Er lädt hier auf, das funktioniert. So, was ist denn das Problem? Zu wenig Heu, würde ich sagen, ne? Zu wenig Heu. Ich würde ihn jetzt tatsächlich jetzt aber nicht abbrechen per se, sondern ich würde ihn einfach mal an die Seite stellen. Einfach mal gerade rein in die Halle. Weil wenn nämlich genug Heu wieder da ist, muss er natürlich seine Arbeit fortsetzen, logischerweise, ne? Aber es dauert einen Moment. Das Heu kommt nicht so schnell rein, wie wir es brauchen. So, du hast Wasser geliefert. Ich denke mal, wir gucken jetzt mal rein. Ja, voll, voll und so gut wie voll. Also, sagen wir voll. Das passt. Wo haben wir denn noch Wasser gebraucht bei den Produktionen? Zuckerfabrik, guck mal. Dann machen wir das so. Dann... Erst du bitte zur Zuckerfabrik. Das Wasser abladen. Abladen. Ich glaube, es war Abladen 2. Glaube ich. Bin aber nicht sicher. Geht sich das aus? Darfst du die Kurve? Naja, hoffen wir mal. Dann, genau, hier wird gearbeitet. Das ist okay, das passt. Ist auch unterwegs. Boah, der hat noch ein bisschen Heu hier liegen, ne? Ist das unser Heu? Ne, das ist eine Mission. Ne? Bin verwirrt. Das ist Luzerne. Da müssen wir Luzerne-Dingens ausmachen. Was man sagen muss, auf der 78, das läuft richtig gut, ne? Hat Adekus. Wo bist denn du hin, mein Freund? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Was machst du da? Du bist ja komplett vom Kurs abgekommen. Das ist nicht unser Feld. Das ist das Feld des Nachbarn. Naja. Wir werden gleich sehen, wo er war. Was er gemacht. Ich glaube, der kann nicht so gut drehen. Wobei, wenn ich mir das angucke, so kann er eigentlich richtig gut fahren. Guck mal, die da hier wollte er nicht rein, ne?
Ach, hier kommt er von der anderen Seite. Das ist vielleicht der Point. Fahren wir mal hier weiter. Weil hier sieht es so aus, als wie er keinen Bock mehr hatte. Naja. Warte, wir müssen aber gleich die Punkte nochmal ausmachen. Weil das tatsächlich Performance kostet. So, die nächste Heulieferung ist angekommen. Hier werden Zuckerrüben vom Hoflager hier hochgebracht. Das funktioniert auch recht gut. Ah, der Waldrahmen mit der Presse ist halt auch ein... Das kann man gut angucken, ne? Um einfach zu sagen. So, er ist unterwegs. Passt. Die Mission läuft. Ja, ich kann dich... Ich würde gerne noch warten, bis ein weiterer Anhänger reinkommt. Ansonsten haben wir das gleiche Problem sofort wieder. So, wir gehen zum Baumarkt. Oh, bitte mach das nicht, ne? Wir gehen zum Baumarkt und gucken uns... Wir müssen ein bisschen Geld verdienen, ne? Ist er schon? Ne, das ist er nicht. Wo ist er denn? Arion. Hier oben muss es doch sein. Ah, moin! Naja, abladen links hat nicht so gut funktioniert, ne? Aber kein Problem. Der Trigger ist tatsächlich sehr groß, von dem her auch nur ein bisschen komisch fahren, dann geht das auch. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, war das eine Million? War das 1,2 Millionen? Ich weiß gar nicht mehr, was die Kiesgrube gekostet hatte. Und wir müssen noch irgendwelche Vorkehrungen noch treffen, bin ich der Meinung. Irgendwas war da noch, irgendwas schwebt mir da noch im Kopf. Kalk, ja. Kieswerk, 1,2 Millionen, na gut, das ist ja... Ist ja nicht unmöglich, sage ich immer, ne? Warum wird hier nicht Umweltbonus 15.000 Euro, ne? Nur, dass ich es mal gesagt habe. Da will immer sagen, das lohnt sich nicht. Naja, doch, doch. So, was haben wir denn hier? Warum wird denn hier nicht weiter entladen? Was ist das für eine Palette? Karton. Karton gehört doch hier hin. Hä? Genug Karton abgeladen für die Woche, sagst du? Jetzt komplett gaga. Noch Karton immer hierher gebracht, oder nicht? Oder muss ich ihn einmal drehen? Baumarkt, hä? Wir hätten gerne. Aber wir machen das anders. Wir machen das anders. I? Und B. Ach, guck mal hier. Jetzt geht's auch wieder. Ab und zu, ne? So, aber nur so ab und zu. Ist das ein bisschen schwierig teilweise. Wann ist wieder ein bisschen raus? Toilettenpapier müssen wir mitnehmen. Das ist mir vollkommen klar, ne? Weiß ich nicht. Aber ich will eigentlich alles, was nicht Toilettenpapier ist, will ich eigentlich hier lassen. Sag ich euch, wie es ist. Jetzt geht's auch. Naja. Ah, das ist das Toilettenpapier. Das muss wieder mit, ja. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Warten wir uns einen Moment, bis die zwei Paletten weg sind. Machen wir mal die Bordwände wieder hoch, ne? Wichtig und richtig. So, dann haben wir das gemacht. Dann flitzen wir gleich rüber zu Edeka. Wieder 1500 Euro Umweltbonus. Also es lohnt sich schon. Es lohnt sich schon. Natürlich hat das auch viel Geld gekostet, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, so in der Summe und das, was wir künftig noch erreichen können damit, das lohnt sich schon. Das muss man schon sagen. Meiner Meinung nach lohnt sich schon. Habe ich schon gesagt, dass die es lohnen? Ja, gut. Kollege Wasserfass. Grüß dir. So, damit ich das fürs nächste Mal nicht vergesse, werde ich jetzt gleich sagen, Pelletsfabrik abholen. So, Toilettenpapier wird verkauft, das ist okay. Dann blitzen wir nochmal auf die Hauptstraße. Sehr gut, nochmal 1600 Euro. Ja,
Die Summe aus den kleinen Sachen sind alles, ist es halt auch, ne? Das muss man auch dazu sagen. Los geht die wilde Fahrt. Gut, meine Damen und Herren, ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Sie sehen uns gerne heute Abend im Livestream. Ja, es wird heute Abend im Livestream stattfinden. Habe ich vielleicht am Anfang der Folge sagen müssen. Naja. Oder sonst eben morgen hier wieder auf YouTube. Habt einen schönen Feiertag. Uns ist noch Feiertag heute. Und genießt die Zeit. Wir hören uns. Macht es gut. Tschüssi.